Hallo und willkommen zu einer Aufnahme von Let's Play Modern Sky Block 3, die Part mit den lieben Zillans. Wir haben letztes Mal sowohl so ein bisschen Batterienkram gemacht, wir haben das Salz hier zusammenbekommen, als auch, ich sag mal, einen Versuch unternommen, so ein paar Samples hier zu sammeln und Öl zu kriegen, haben wir nicht hingekriegt. Und dann haben wir mehr oder weniger uns dazu entschlossen, oder ich habe mich dazu entschlossen, streng genommen, dass wir mit Amber anfangen. Amber möchte ich gerne einfach irgendwie hier drüben hin machen. Interessant. Und dafür brauche ich aber noch eine neue Kiste. Haben wir hier noch eine normale Chest irgendwo? Ja. So, das umrandet mit Eisen gibt doch sicherlich eine Iron Chest, oder? Ja. So, eine Iron Chest mit Gold und Iron Chest Diamanten haben wir eine Diamantkiste. So, hier möchte ich nämlich einfach alles, was mit Amber so zu tun hat, reinschmeißen. Hier haben wir unsere kleine Crafting-Anlage, mehr oder weniger. Unsere Crafting-Kiste und sowas. Wird alles schon passieren. So. Amber-Shards kriegen wir durch Crystal-Shards und sehr viel Blaze-Powder. Da ich weiß, dass wir recht viele von den Dingern brauchen, nervt mich das jetzt schon wieder. Na gut, vielleicht haben wir Glück und wir brauchen nicht ganz so viele davon. Also wir brauchen Amber Shard und Amber Crystal. Und Amber Crystal sind halt 6 von denen. Okay, das heißt erstmal einmal durchlaufen lassen. Ah, wobei, ich mach gleich zweimal durchlaufen lassen. So, Problem ist nur, dass wir hier sogar welche von haben. So, und 4 von denen. Peng. 14 Stück. Wunderbar. Und ihr kommt hier rein. Könnt mir noch ein bisschen Lead machen. Und daraus machen wir jetzt einmal Amber Crystals. Na? Ah, jetzt hat es geblinkt. Dann brauchen wir höchstwahrscheinlich noch den Tinker's Hammer. So, dafür brauchen wir Lead und ein paar Sticks. Lead kriegen wir hierher. Und Sticks sollten wir hier auch haben. So. Dann haben wir einmal den Hammer. Haben damit die nächste Quest fertig. Wenn sie dann mal getriggert wird. Dann haben wir einen Emitter und einen Receptor oder Receiver. Receptor und Emitter. So. Haben wir die beiden Sachen auch. Was ist das? Ja gut, die ganzen Sachen machen wir irgendwann anders. Ich will hauptsächlich halt vorankommen. So, dann haben wir ein Mixer Centrifuge. Das ist das hübsche Ding hier. Kriegen wir auch irgendwie hin. Wo habe ich meinen Hammer hingelegt? Da. So, das ist das Gute, wenn man Immersive Engineering drauf hat. Man kann die Platten und sowas relativ simpel machen. So. Habe ich hier noch Eisen drin? Ja. Gut, dann haben wir den Amber Mixer. Kommt auch hier drüben hin, weil wir den wahrscheinlich mit Amber irgendwie bepowern müssen oder so. Gut, was haben wir dann? Dann haben wir hier ein Grind Plint und Ash Pile. Ein Cinder Plint, so heißt das Ding. Ach, können wir auch relativ simpel bauen. Wobei, ich weiß nicht. Ah, doch. Die Dinger sind auch gar nicht mal so teuer. Noch ein Ofen. Ach, man kann das auch damit machen. Interessant. Nein, ich will die haben. So, dreimal. Dann den Zinderplint. Kommt auch hier hin, nur dass ich ein bisschen mehr Platz lassen sollte. Ah,
Ich muss hier wieder neu Chunk loaden. Und ich brauche Ash Pile. Na? Ash Pile? Kriege ich, indem ich als Chemical Waste reinhau? Nee. Ash Pile. The Cinderplum uses Ember to turn mundane materials into ash. Okay, dann werde ich erstmal den Stamper und die Stamper Base bauen. So, Stamper. Das heißt, ich brauche sehr viel von dem Zeug. Kann ich eigentlich gleich mal ein bisschen mehr von machen. Schadet wahrscheinlich nicht. Das war vielleicht ein wenig zu viel. Egal. Brauchen wir bestimmt irgendwann noch. Hoffentlich. So. Freue ich mich, wenn wir EMC haben. Dann muss man jedes Teil nur einmal machen und fertig. Gut, ja. Block of Iron ist easy. Was soll ich noch machen? Eine Stamp Base. Okay, ist auch nicht wirklich schlimmer. Eine Bar Stamp, eine Flat Stamp und eine Plate Stamp. Ah, okay. Die kann ich sogar schon machen. Eine Bar Stamp. Eine. Na? Ui. Server Lag, würde ich mal sagen. So. Und eine Flat Stamp. Ich gehe davon aus, damit kann man irgendwie, genau, Platten machen aus Molten. Das ist ja interessant. Kann man einfach Molten reinleiten und kriegt Stamp raus. Das ist echt interessant. So, einmal durchschmelzen, zweimal durchschmelzen. Dreimal. So. Nummer 1 wieder zurück, Nummer 2, Nummer 3. So, dann haben wir die Sachen nämlich auch bereits. Dann einmal noch ein Block of Iron, kriegen wir hin. Stamper. Ich habe mal wieder keine Eimer. Interessant. Und eine Stamp Base. So. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal raten, die Base kommt unten hin und der Stamper oben drauf. Wo ist der hin? Warte mal. Also, wenn das weg ist, schiebe ich mir den neu. Ich habe den gebaut, das habt ihr gesehen. Ich habe es auf Band. Oh nein, das dauert wieder so ewig. Neu connecten. La 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 la. Und ich habe mal wieder so wie immer keine Zeit, das rauszucutten. Yay! Weil ich eh wenig Zeit habe. Na los, komm schon. Ich glaub an dich. Ach, deswegen mag ich Modern Skyblock nicht. Das ist ein geiles Pack, aber die Ladezeiten sind einfach zu extrem. Also von der Mod-Auswahl und von diesen, ja, dass man sozusagen aus diesem Alchemical Dust und so weiter den Kram rauskriegt, finde ich eigentlich echt genial. Und man braucht keine großen Siebanlagen oder irgendwas, sondern arbeitet sich quasi stückweise voran. Und wenn du halt weiter im Fortschritt quasi bist und mehr Ressourcen brauchst, hast du auch bessere Möglichkeiten, Ressourcen herzustellen. Dadurch braucht man keine zig, also was weiß ich, wie viel große Anlagen. Ist das doch so rum? So, ne, das sieht falsch aus. Ah, mit Shift, ne. Ich weiß halt leider nicht, wie der Stamper funktioniert. Okay, da kann ich auf jeden Fall was reinpacken. Okay, gucken wir mal eben, was wir herstellen sollen. Iron Aspectus. Aspectus. So, dafür brauchen wir Molten Iron und wir brauchen Amber Shards und eine Plate Stamp.
Okay. Kann man in dem auch was reinpacken? Ja. Ich weiß jetzt halt leider nicht. Ah, okay, hier ist anscheinend die Basis drin. Dann müssen wir das da reinpacken. Ein von denen da rein. Jetzt ist die Frage, Receptor würde ich sagen, ist quasi ein Sender. Und ein Receptor-Empfänger oder umgekehrt? You're going to need Amber Emitter and Receptor. They need to be connected via the Tinker's Hammer and Emitters need to, a Redstone Signal to work. Okay, das heißt, ich brauche auf jeden Fall nochmal wieder ein paar Hebel. So. Und irgendwas zum Bauen am besten. Jetzt geht nämlich wieder der Rätselpart los, weil ich keine Ahnung von dem Mod habe. So, ich würde sagen so rum. Sind die jetzt gelinkt oder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. So. Ich weiß, dass du Amber Shards irgendwie brauchst. Oder nicht? Shit. Ja. Gut, davon abgesehen brauche ich aber auf jeden Fall das Zeug von hier drüben und einen Tank. Und ich muss ein bisschen Eisen einschmelzen. Mach ich es mal so. So, Fluid Tank. Ich hoffe, man kann es hier so reingießen. Okay, aber davon erstmal abgesehen. Fluid Pipe Extraktor. Also ich würde sagen, so rum sollte es funktionieren. Das sieht irgendwie richtig aus. Ich weiß leider nicht mehr, wie wir das in Rustic gemacht haben. So. Ich kann hier leider auch nichts reinpacken. Amber. By piping Amber Shards or Crystals in an Amber Activator, you can turn them into raw Amber Energy. Okay, das heißt, da muss wahrscheinlich ein Hopper oder sowas rein. Danke, man kann es einfach reingießen. Haben wir hier noch einen Hopper? Nein. Hier? Auch nicht. Okay, dann müssen wir mal einen bauen. Weil man auch nie das liegen hat, wenn man es gerade mal braucht. So. Dann. Okay, das ist da schon mal reingeflogen. Ich weiß halt nicht, wie rum das geht. Das ist das Problem. Aber Emitter, Receptor. Emitter ist doch eigentlich sowas wie Sender, oder nicht? So. So. On, on. Braucht das Ding noch ein On-Signal? Shit. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht doch. Ah, Mist. Vielleicht doch andersrum. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf irgendwie. Shit, gibt's von Amber nicht auch ein Buch? Ein Ingame-Tutorial oder sowas in der Art? Scheinbar nicht.
Gut, dann würde ich sagen, gucke ich mir das mal kurz offscreen mal eben schnell an. Weil, wie wir die Energie von A nach B kriegen, müssen wir halt wissen. In dem Sinne würde ich sagen, Fingers geguckt habt, lasst Kommentar, Bewertung da, etc., etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.